Der Clip führt dich durch den sommerlichen Schlosspark von Laxenburg. Das Video basiert auf dem Büchlein Führer durch Geschichte und Gegenwart, der Schlosspark Laxenburg, erhältlich an der Parkkasse. Das alte Schloss aus dem 12. Jahrhundert ist das älteste Gebäude Laxenburgs. Seit dem 14. Jahrhundert im Besitz der Habsburger diente das alte Schloss neben dem neuen Schloss als Frühlingsresidenz der Herrscherfamilie. In unmittelbarer Nähe zum alten Schloss befindet sich der ehemalige Eiskeller. Das Eis stammt aus dem Schlossteich. Der Eisvorrat reichte bis August, September. Damit konnten die Lebensmittel über das ganze Jahr kühl gehalten werden. Das grüne Lusthaus stammt aus der Zeit um 1760. Wunderschön ist das Deckenfresko. Der Pavillon war ein Lieblingsaufenthalt von Maria Theresia. Vom grünen Pavillon, ehemals Diana-Tempel, verläuft eine gerade Sichtachse zum Concordia-Tempel. Der Concordia-Tempel, ein Rundtempel, symbolisiert Harmonie und Vollkommenheit. Der Tempel war der Eintracht der Völler gewidmet. Die Grundsteinlegung erfolgte 1795. Der weitere Weg führt uns durch den sogenannten josephinischen Bereich des Schlossparks, einer englischen Parklandschaft entsprechend. In diesem Bereich wechseln sich Wiesen mit kleineren und größeren Gehölzgruppen ab. Der Wasserfall könnte ursprünglich den josephinischen Gartenbereich vom französischen Bereich des Schlossparks. Heute lässt sich diese Trennung nicht mehr feststellen. Die Gartenanlage ist ziemlich einheitlich.
Wie bereits eingangs erwähnt, Schloss Laxenburg war die Frühlingsresidenz der Habsburger. Auf der Marianneninsel steht die Ruine eines ehemaligen Lusthauses. Kaiser Ferdinand I. ließ für seine Frau Maria Anna das Gebäude 1837 errichten. Ursprünglich war die Insel durch eine Brücke mit dem Festland verbunden. Ursprünglich befand sich im Schlosspark eine Meierei. Der Taubenschlag befand sich seinerzeit im Innenhof der Meierei. Von der gesamten Anlage ist nur mehr dieser Taubenschlag erhalten. Der Pavillon Haus der Laune wird derzeit wieder aufgebaut. In Folge soll einer zeitgemäßen Verwendung zugeführt werden. Der Blaue Hof ist eine prächtige Barockanlage mit einer wechselvollen Geschichte. Erzherzogin Gisela und Kronprinz Rudolf wurden im Blauen Hof geboren.